Jetzt dreht sich's um. Automatisch ausrichten. Ja, dunner Keil, stehe ich mit im Wald und hab kein Netz. So, Gumasche Kapell, willkommen zu einem neuen Motovlog. Ich bin eben gerade meine Hausstrecke hochgefahren. Hier ist Tiere in Not, Odenwald. Und die Kreuzung hier ist die sogenannte Spreng. Da geht's rechts zur Brauerei Schmucker nach Mossautal. Aber da waren wir ja schon mal. Deshalb fahren wir heute hier geradeaus. Und wir gucken uns heute mal die heimliche Hauptstadt des Odenwalds an, nämlich Michelstadt. Da gibt es auch ein schönes Café, logisch. Kaffee ist ja Muss. Hashtag Kaffee halb voll. Und dieses Café ist was ganz Besonderes. Das ist nämlich ein Café und Hotel. Und damit nicht genug, es ist nicht nur ein Hotel, sondern ein Designhotel. Ein Designhotel. Da hängt Design an der Wand. Das Hotel wird betrieben von den beiden Schwarzschwestern. Vielleicht klingelt es ja schon bei dem einen oder anderen. Wenn nicht, dann helfe ich mal kurz auf die Sprünge. Jessica Schwarz, Deckel zu. Jessica Schwarz ist eine, naja, sagen wir mal, relativ bekannte deutsche Schauspielerin, die gebürtig oder stämmig aus Michelstadt ist. Und die ist mit ihrer Schwester als Kind immer an einem bestimmten alten, leeren Haus vorbeigelaufen und hat durch die Fenster ins Innere geguckt. Das ist so ein altes Fachwerkhaus, das ist halt so langsam, aber sicher vermodert. Und dann haben sie immer geträumt, wie es wohl wäre, in einem solchen Haus zu wohnen. Und später haben sie davon geträumt, wie es wohl wäre, so einem Haus ein Café zu eröffnen. Und daraus ist dann das Hotel Café die Träumerei oder Träumerei geworden. Es sieht völlig abgefahren aus. Man läuft durch Michelstadt, durch diesen historischen Stadtkern. Vorbei am historischen Rathaus, das eines der Wahrzeichen des Odenwalds ist. Kommt um die Ecke und dann steht da Mitte zwischen den alten Fachwerkhäusern ein lila Haus. Die Träumerei. Dort legt man Wert auf regionale Produkte. Man bietet auch gluten- und veganfreie Speisen an. Nein, man bietet glutenfreie Speisen an und veganes Gemüse. Aber es gibt auch Flammkuchen mit Speck. Und das schauen wir uns heute mal an. Gleichzeitig ist es heute mein erster Kalimoto-Test, der natürlich, wie so oft bei meinen Tests, wieder völlig schief gelaufen ist. Wie ihr seht, steht das Ding auf dem Kopf, zeigt mir nicht an, wo ich bin. Ich habe zwar das Sena eingeschaltet, aber ich habe keine Ahnung, was da los ist. Da vorne kommt jetzt so ein Parkstreifen und da werde ich dann kurz mal anhalten und werde euch ausschalten und werde versuchen, das Ding mal wieder auf die Reihe zu bringen. Aber das kann es ja nicht sein. Also bis gleich. Zum Glück weiß ich, wo ich hin bin und brauche das Navi nicht. Ich habe nämlich hier kein Netz. Ist auch so eine Sache. Normalerweise sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass wenn das Ding mal eine Tour geladen hat,
sich das wie ein Navi am GPS irgendwie orientiert. Aber ich habe ja keine Ahnung, das heißt, ich habe ja jetzt auch, weiß ich nicht, Laden geplante Tour. Du kannst mich mal im Senckenberg-Museum besuchen, Kamerad Kalimoto. Wenn das schon so losgeht, da hätte ich ja besser Google Maps installiert. Von dem weiß ich, dass es hier funktioniert, weil das habe ich früher im Auto manchmal benutzt. So, also solange Kalimoto sich selbst belädt, geht's mal weiter mit den Geschwistern Schwarz. Die Geschwister Schwarz haben dann mittlerweile auch in der Gasse, in der sie ihr Café haben, ein weiteres altes Gemäuer sich vereinnahmt, um das umzubauen, und haben nebenan eine Hausbrauerei übernommen von ihrem Vater respektive ihren Eltern. Geplant, ja, geplant. Ich will planen, Michelstadt Fürstenau. So viel zum Thema touch-sensitive Handschuhe. Oder wie man die nennt. Hab ich natürlich nicht. Ich dummbatz. Da stelle ich mich mal da ohne vor den Blitzer oder so. Ich lasse das jetzt aus, bis ich dort bin. Ist mir jetzt egal. So. Also, die haben diese Brauerei noch übernommen, die liegt nebendran. Das heißt, die haben da so ein richtiges kleines Mini-Imperium am Start. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, ist, wie ich wie ich da in die Innenstadt komme, aber das finde ich schon irgendwie raus. Später fahren wir dann hier irgendwo lang, wenn das Navi funktioniert, und gucken uns das Schloss Fürstenau an. Das gibt dann aber einen separaten Motovlog. Ich schalte euch dann mal wieder ein, wenn wir angekommen sind. Bis gleich. Doch, doch. Na, war doch dann. Ich behaupte jetzt einfach mal, das ist er, ne?
vor, das war also Michelstadt. Hier sieht man nochmal die rückwärtige Ansicht der Altstadt. Hier gibt es auch einen Parkplatz. Jetzt schauen wir mal, inwieweit sich dieses Navigationsgerät hier zurechtfindet. So, ich stelle fest, das Navi funktioniert hier nicht. Dann muss ich halt gucken, ob ich dieses Schloss Fürstenau ohne Navi finde. Hier muss es ja irgendwo rechts reingehen. Schloss Basilika, okay. Dass hier eine Tankstelle ist, interessiert mich eigentlich herzlich wenig. Schlossstraße, Schloss Fürstenau. Ah ja, Schloss Fürstenau und ein Biergarten. Ein Biergarten hat es auch. Aha. 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 Okay, da drehen wir nochmal um. Und fahren nochmal von der anderen Seite rein. Muss es noch einen anderen Eingang geben? Ich habe aber keine Ahnung, wie man da hinkommt. Deshalb von hier mal das Schloss Fürstenau. Da darf man nicht drin fahren. Ja, ich glaube, das gucken wir uns mal separat an. Ich will ja endlich mal dieses Navigationsgerät hier zum Laufen bringen. So, das war also Michelstadt mit seiner Altstadt und dem Schloss Fürstenau, das ich euch jetzt nur mal GoPro-mäßig gezeigt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir singen.